Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier wieder in New Atlantis. Ich habe noch mal geguckt gehabt, dass ich ein paar Einstellungen ändere hier in Starfield wegen der Grafik und so, dass es jetzt wieder ein kleines bisschen besser aussieht. Die Menschenmenge, die Dichte habe ich ein bisschen erhöht. Und Nur wirklich ein noch mal sonniger Tag. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Was macht Bitte Sarah hier? übergehen. Wo ist sie denn unterwegs? Wie Sarah? kann ich dir helfen? Was hat sie vor? Wo will die hin? Okay. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Okay, die hat wahrscheinlich vor, zu Constellation zu gehen. Der Verkaufsautomat, der hat aber auch nichts mehr. Aber wir haben hier ja noch einen anderen Auftrag, den wir noch erledigen wollen. So war das hier. Mit Kelten wollten wir ja noch quatschen. War ja da hinten irgendwo. Mit Kelten Frush. Da müssen wir noch quatschen und schauen, dass. Ja. Sieht jetzt aber auch besser aus. Jetzt sind hier deutlich mehr Menschen unterwegs. Ich behalte aber auch gleichzeitig die Framerate und die Renderverzögerung sowie die Codierungsverzögerung bei mir hier bei OBS nochmal an. Weil nicht, dass es jetzt während der Aufnahme auf einmal richtig hoch geht mit den ausgelassenen Frames oder übersprungenen Frames und so. Ich will schauen, dass das flüssiger läuft. Dass ihr hier wirklich auch jeden einzelnen Frame hier mit ansehen könnt. Ohne dass hier irgendwelche Probleme passieren. Aber jetzt quatschen wir nochmal mit Kelten. Da bin ich jetzt gespannt, was er da für uns jetzt hat. Chefdiplomat Yassin hat das Amt für interstellare Angelegenheiten fest im Griff. Wer? Everytel? Okay, es sind jetzt tatsächlich auch deutlich mehr Menschen mit Namen hier. Oh, ich hatte gehofft, dass wir uns nochmal sehen. Ja. Du kommst gerade recht. Ich stehe kurz vor etwas Großem. Allerdings habe ich noch nicht alle nötigen Informationen. Okay, dir fehlt es immer an den nötigen Informationen. Solange du zahlst, bin ich ganz Ohr. Mest würde das bezahlen, aber ich kann dich verstehen und versichere dir, dass du für deine Zeit entlohnt wirst. Jetzt, da ich besser verstehe, was vor sich geht, scheint mir alles sonnenklar. Und trotzdem hätte ich das vorher nie gedacht. Das Innenleben der tertiären Stämme hat sich ebenfalls verflüssigt, aber sie schwingen nicht. Ich war erst von einem Schaden ausgegangen, aber es ist viel einfacher. Sie hören zu. Drück dich verständlich aus. Es ist bloß ein Baumkelt. Wo weißt du das so genau? Ja, stimmt. Sicher weiß ich es nicht. Es handelt sich um eine Theorie, aber durch Daten und Beobachtungen gestützt, wie es guter Brauch ist. Mehr haben wir zurzeit leider nicht. Okay, drück dich verständlicher Er ist aus. bereit zur Fortpflanzung. Ich glaube, dieser Baum sendet Vibrationen über riesige Distanzen aus und erwartet dazu passende Vibrationen zu empfangen. Bisher gab es noch keine Antwort. Ich vermute, dass es auch so bleiben wird. Und das sind ziemlich schlechte Neuigkeiten. Okay, Paarungsrituale eines Baums müssen wir hier hinkriegen, keine Ahnung. Also der Baum muss doch gefällt werden. Es gibt weiterhin eine Zunahme hinsichtlich Stärke und Frequenz der Vibrationen. Ich weiß nicht, wie bedeutend das noch sein wird. Falls keine Reaktion kommt, könnte der Baum sich und einen Teil der Stadt durch die Schwingungen zerstören. Bis jetzt hat es noch keine Reaktion gegeben. Keines der Exemplare in der Nähe scheint passend zu sein.
Okay. Obwohl nicht auszuschließen ist, dass der beabsichtigte Empfänger im Rahmen der Vergrößerung der Stadt gefällt wurde, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Okay. Vor mehr als 100 Jahren entstanden nach dem Krieg von Narion die United Colonies und das Freestar Collective. Als Geste des Friedens und guten Willens wurde einer der Bäume aus New Atlantis den Anführern von Aquila City sozusagen als Olivenzweig überreicht. Scheint eine lange Sicht nicht viel gebracht zu haben. Was für ein seltsames Friedensangebot. Meine erste Wahl wäre es nicht gewesen. Mhm. Es ging wohl meine um auch die nicht. Gemeinsamen Wurzeln der Menschheit oder so. Ah, okay. Politiker und ihre Metaphern. Mhm. Natürlich kann man nicht einfach eine heimische Spezies entwurzeln, auf einem anderen Planeten in einer anderen Umgebung einpflanzen und erwarten, dass sie wächst. Exobotaniker wurden offensichtlich nicht dazu befragt. Das Ergebnis war vorhersehbar. Der Baum ging innerhalb weniger Jahre ein. Hm, klingt nach einer Sackgasse. Clever. Aber nein, nicht unbedingt. Der Baum starb, aber einige Äste blieben zurück. Zumindest einer befindet sich noch im Museum dort in der Stadt. Hätte ich diesen Ast, könnte ich DNA-Proben nehmen und mit meinen gesammelten Daten versuchen, eine Reaktion zu simulieren. Diese Reaktion könnten wir senden und unseren Freund hier hoffentlich beruhigen. Aber wie gesagt, dazu bräuchte ich den Ast. Ich komme so bald wie möglich damit zurück. Und nun sind wir endlich soweit. Ich kann dir gerade nicht helfen. Und nun sind wir endlich soweit. Ich kann leider nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Und hier ist zu viel zu tun. Das Museum in Aquila City wird angeblich von einer gewissen Miss Kessler geleitet. Ich weiß nichts über sie, aber hoffentlich lässt sie mit sich reden und ist bereit, uns zu helfen. Alles klar, dann los. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay. Warum habe ich jetzt hier wieder eigentlich Untertitel? Die hatte ich ja ausgemacht. Untertitel aus. Ich hatte die ausgehabt. Ich bin nämlich kein Fan von Untertiteln, muss ich auch ehrlich sagen. So, nach Aquila City will ich jetzt aber nicht auf Reisen. Na, hinreisen. Der Vanguard beizutreten, sprich mit Saru Yumi. Hier, die Barkeeperin fehlt uns noch. So, dann gehen wir mal zu ihr und suchen die mal. Da können wir die jetzt endlich mal erledigen, die Quest, weil Sarah nicht mehr bei uns mit uns unterwegs ist. Noch ein Tag, noch ein Credit. Ein Credit pro Tag verdient man? Okay, das ist wenig. Aber ich habe schon jetzt die Idee gehabt, tatsächlich in den nächsten Folgen mal vielleicht doch schon unseren ersten Außenposten zu bauen. Und den vielleicht sogar tatsächlich auf der Erde, dass wir die Erde eventuell wieder neu besiedeln. Dass wir da erstmal auch okay, vielleicht... Hallo? Hallo? So, schön, dass wir... dich wiederzusehen. Ja, hi. Hallo, Neue. Hoffentlich geht es dir gut. Ja, sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Ja, wegen deiner Aufgabe fehlen dir immer noch die nötigen Zutaten. Die Wege der Security von New Atlantis sind unergründlich. Sie wirken immer beschäftigt, kriegen aber irgendwie nie was auf die Reihe. Ja, meine Zutaten fehlen noch. Und ja, ich bin ziemlich angesäuert. Ich kann nur hoffen, dass du dieses schmerzhafte Thema anschneidest, weil du einen Sinneswandel hattest und jetzt einen kleinen Gesetzesbruch in Betracht ziehst. Gut, ich helfe dir. Sarah ist ja auch nicht mehr da. Ach du liebe Güte. Ehrlich? Wow. Okay.
Sind wir jetzt Mitverschwörer? Keine Ahnung, wie das bei kriminellen Aktivitäten so läuft. Wobei das natürlich absolut nichts Kriminelles ist. Erstmal kann ich gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin. Aber ich will ehrlich sein. Ich habe keine Ahnung, wie man das hinbekommt. Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geiseln nimmst oder so. Aber es muss einen wie Weg keine geben, Geiseln. Zu kriegen, was ich brauche. Keine. Ich habe sogar die Option. Geil. Keine Geiseln, so ein Mist. Ja, es geht nicht um Leben oder Tod. Vielleicht maximal ein kleiner Einbruch oder sowas in der Art. Okay. Bis bald mal. Wo müssen wir hin dafür? Ist jetzt nichts markiert. Ah, hier doch. Muss ich ja selber markieren. Da hinten? Hier entlang? Muss ich jetzt wirklich, Ach, hier oben muss ich wahrscheinlich bleiben, okay. Nee, ich muss... Ich muss hier bleiben, okay. Ich muss jetzt... Okay, ich muss nicht auf mein Schiff. Boah, ich freue mich, sobald ich den noch weiter ausbauen kann. Da muss ich hin, okay. Mal gucken, ob wir da einfach so reinspazieren können. Emin Makar. Hey, hier sollten sich Zivilisten eigentlich nicht aufhalten. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Überzeugung, ihr habt beschlagnahmte Fracht, die ich brauche. Nein, ich brauche nichts. Wie oft räumt die UC Security beschlagnahmte Fracht weg? Bin mir nicht sicher. Immer dann, wenn der Rückstand aufgearbeitet wurde. Fragst du aus irgendeinem bestimmten Grund? Warum ist dieser Bereich abgesperrt? Oh, die Security hat jede Menge Fracht beschlagnahmt und nicht genug Lagerplatz. Also behalten wir einiges, bis sie alles inventarisieren können. Also, okay. Brauchst du was, oder? Ja, ihr habt beschlagnahmte Fracht, die ich brauche. Ich kann dich da nicht einfach reinlassen. Es gibt sicher einen Weg, wie wir hier beide zufrieden auseinandergehen. Wir finden bestimmt eine Lösung. Schön, dass du meine Situation verstehst. Jetzt sagst du nein, aber wenn ich dich genug nerve, sagst du irgendwann ja, richtig? Ich weiß, dass die Leute draußen... dass du die Leute draußen halten sollst. Ich bewundere Leute, die Regeln respektieren. Steh mir nicht im Weg, würde dir nicht gefallen, was uns passieren würde. Nein, komm, ich mache erstmal das. Der war gut. Okay, schön, dass du dich langsam bemühst, die Dinge aus meiner Perspektive zu sehen. Komm, ich versuche das hier jetzt mal. Glaub nicht, dass du mich deswegen rumschubsen kannst. Du musst jetzt verschwinden, andernfalls rufe ich die Sicherheit. Entsperren, Einsteiger. Ich speichere einmal ganz schnell. Ich versuche das hier mal. Ah, okay, das ist genau so ein Hacken. Ich würde den vielleicht hier hinsetzen. Und das hier hin. Und dann... Den hier hin und das hier hin. Ah, Türsteuerung, Status geschlossen. Tür öffnen. Tür wird geöffnet, abgeschlossen. Er hat es nicht gesehen. Okay. Was gibt's denn hier noch zu looten?
Mech-Komponenten. Wertzwölf. Du hast eine Schmuggelware-Item aufgesammelt. Es ist illegal, derartige Items bei dir oder auf deinem Schiff mitzuführen. Security-Schiffe, die wichtige Siedlungen umkreisen, scannen dein Schiff auf Schmuggelware und hindern dich für die Dauer des Scans am Laden. Du kannst versuchen, Schmuggelware an ihnen vorbeizuschleusen. Wenn dir das jedoch nicht gelingt, kannst du festgenommen werden. Dabei wird auch deine Schmuggelware konfisziert. Ich wurde aber bereits schon gescannt. Paket für Nissa, Boom Pop Orange. Ist hier noch mehr? Da liegt was. Okay, sieht nicht so aus, als könnten wir das mitnehmen. Wir haben Schmuggelware bei uns. Was können wir mit der Schmuggelware machen? Ne, jetzt ernsthaft, also ich frage mich das schon. Ich guck mal, ob der Automat jetzt endlich wieder Geld hat. So. Kann ich dir irgendwie verkaufen? Der hat nicht mehr genug Geld. So, was geht denn hier jetzt ab? Ich muss einen Weg da hinkommen, ohne von der UC Security Ärger zu bekommen. Oh, sorry. Okay, wir kommen nicht so einfach an den vorbei. Ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger, dass wir... Hä? Dass wir Schmuggelware jetzt bei uns haben im Inventar. Was? Hab nicht zugehört. Können wir die irgendwem verkaufen einfach? Wann sollten wir nochmal aufbrechen? Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Also okay, die haben die Schmuggelware jetzt nicht gesehen. Gut. Ich hatte mir jetzt Sorgen gemacht. Irgendwo muss ich die jetzt verkaufen können. Ich will nicht verzweifelt klingen. So, Nissa, ich hab hier was für dich. Hast du meine Fracht? Ja, habe ich. Hi. Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Ich könnte einen Drink vertragen. Ich habe ein Geschenk für dich. Jetzt ehrlich? Du hast sie? Ich will gar nicht wissen, wie du die bekommen hast. Okay. Naja, der ganze Flughafen ist tot. Aber wahrscheinlich wäre besser nicht. Richtig? Keine Sorge. Niemand musste dafür sterben. Jemand schuldet mir einen Gefallen. Falls die UC Security kommt, kennen wir uns nicht. Du bist echt ein Witzbold. Das ist ein Scherz, oder? Ich kann dir versichern, dass es das alles wert war. Du wirst sogar die erste Person sein, die den Cocktail probieren darf. Ja, okay, außerdem zeig mal her. Kriegst du Freigetränke. Also, nicht unbegrenzt. Aber wenn du ab und zu mal einen Muntermacher brauchst, bin ich deine Frau. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber das hier war der schwierige Teil, denke ich. Vielen, vielen Dank nochmal. So, kann ich dir einen ausgeben? Dafür bin ich hier. Was darf's denn sein? Ah, okay. Was hat sie hier denn? Okay, kann ich verkaufen? Ich könnte hier die ganzen Lebensmittel verkaufen, aber die behalte ich. Wir sehen uns. So. Spätentwickler, du musst den Ast von Lea Kessler beschaffen. Ein Händler hat erwähnt, dass sich im Atelier-System vieles besser rumtreibt. Er hat außerdem einen dringenden Notruf empfangen.
Ich sollte in das System fliegen und mehr herausfinden. Oh, zurück nach Vectera, ins Unbekannte des leeren Nestes, das verpasste Kopfgeld, Bürokratie-Blues, sofort fällig. Zurück an die Arbeit, ein Licht in der Dunkelheit. Komm, wir machen das hier mal. Okay, oder auch nicht. Habe ich nicht mittlerweile neue Stories für die? Ich brauche aber wieder neue Händler. Ebene wählen. Unterdeck, Wasserfallpromenade, Raumhafen. Ne, wir... Ich brauche hier schon... Leute wie dich. Lässiges Weltraumhass. Ja, ich brauche dringend aber was, wo ich was verkaufen kann. Ich habe zu viel auf Tasche. Komm, wir gehen mal in den Mass District. Da muss es doch jemanden geben, der was aufkauft. So. Ob ich New Atlantis vermissen werde, wenn Toni und ich gehen? So, ich mache jetzt aber einen kleinen Cut. Ich muss nämlich ganz dringend auf die Toilette und dann sehen wir uns in... Also ihr seht mich gleich sofort wieder. Für euch wird das nur ein kleiner Schnitt sein. Aber bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich habe aus Versehen die Waffe ausgerüstet. Gerade als ich Pause gemacht hatte, als ich auf dem Weg aufs Klo war. Ja, wir brauchen aber immer noch Händler. SSN, da wollten wir ja nochmal hin. Stimmt. Da hinten ist ja SSN. Hatten wir auch noch eine Quest offen. Und für das Ding will ich mich noch nicht bewerben. Gelbank. Was ist denn hier? Inhalte stehlen, Lehrling. Wieso kann ich da nicht einzahlen oder so? Warum muss das gestohlen werden? Ich habe unseren Bobby so vermisst. Wir wären auf dieser Basis fast gestorben. So. Da vorne, SSNN. Ja, wir rennen noch ein bisschen. Ich weiß, die Leute sagen. Hoppala. So, jetzt ein bisschen langsam laufen. Ach so, da. Wir müssen da oben hin. Ja, erstmal wieder Ausdauer. Wir müssen mal ein bisschen Ballast loswerden. Haben wir eigentlich Skillpunkte? Wir haben 0 Skillpunkte gerade. Wir müssen vielleicht ein paar Aufträge so erledigen oder so. Dass wir ein bisschen an Skillpunkte kommen. Wallberg. Kann man hier verkaufen? Ne, das ist wahrscheinlich ein Wohngebäude. Was ich privat mache, geht die nichts an. Sag mir das, wenn ich gefeuert werde. Dann willst du also Schluss machen? Nein, 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 nein. Ich sorge mich bloß. Das wird schon. Früher oder später werden sie es erfahren. Okay, bei meinen Referenzen würde ich sofort einen anderen Job bekommen. Ja, wäre super. Nein, wäre super, wenn man so einfach einen neuen Job kriegen könnte. Du
hast eine neue Story für mich? Ja. Wenn du eine neue Story auf Lager hast, bezahle ich dich nur zu gerne. Ich möchte gerade kein Interview geben. Woran arbeitest du gerade? Ich arbeite an einer Recherche über die Unternehmen auf dem Unterdeck. Ich will verstehen und den Leuten erklären, wie die Sachen da unten so ablaufen. Ich weiß aber nicht, ob aus der Story was wird. Ich habe meine Chefs gefragt, ob ich für Interviews aufs Unterdeck kann. Aber sie fanden es zu gefährlich. David, okay, würden sie es garantiert sofort erlauben. Ja, David. Ich kann die Interviews für dich machen. Glaubst du, die Leute lesen sonst sowas? Sonst würde ich es nicht schreiben. Die meisten Leute in New Atlantis tun so, als würde es das Unterdeck nicht geben. Wir müssen der Welt zeigen, was dort unten vor sich geht. Ich kann die Interviews machen. Das würdest du tatsächlich tun? Dann wäre ich dir wirklich etwas schuldig. Du hast ja schon bewiesen, was für eine Hilfe du bist. Ist so gut wie erledigt. Nennst du mich als Co-Autor, wenn ich dir helfe? Einen Moment. So. Momentan kann ich dir nicht helfen. Ja, komm, nennst du mich. Sehe ich aus wie David Barron? Ja, ich würde deinen Namen nennen und dich auch bezahlen. Ich habe ein kleines Budget für sowas. Okay, ist so gut wie erledigt. Klasse. Ich hatte an 3 Interviews gedacht. Mit Theresa Mason, der Eigentümerin von Kai, mit Henrik Zoran von Apex Electronics und mit Schwester O'Shea. Du musst gar keine sonderlich schweren Fragen stellen. Ich will nur ein Gespür dafür bekommen, wie es auf dem Unterdeck zugeht. Ich kann dir gar nicht genug danken. Okay, aktivieren wir mal die Mission. Dann können wir da unten vielleicht noch was verkaufen. Da unten können wir mit Sicherheit was verkaufen. Das hoffe ich doch. Abend, Sir. Guten Abend. So, Raumhafen, okay. Nur er nicht. Ja, da muss man einer. Und da lang. Auf ins Unterdeck. Und ich hoffe, ich kann direkt was verkaufen. So. Unterdeck. Es sind aber auch viele Ladebildschirme, muss man sagen. Hier. So, gleich 3 Ziele haben wir hier. Erster ist ja hier, glaube ich, gewesen, oder? Nee, aber den können wir doch auch erschaffen. Ich sage es dir, Bianchi, mit den Stiefeln stimmt etwas nicht. Wenn ich sie in der Metro trage, hat das Shuttle Verspätung. Wenn ich Kaffee kaufe, verbockt der Barista meine Bestellung. Ich laufe quasi mit zerbrochenen Spiegeln in der Tasche unter Leitern durch. Und das passiert immer nur, wenn ich deine Stiefel anhabe. Und? Was soll ich jetzt machen? Ich will mein Geld zurück. Okay, okay, ich nehme die Stiefel zurück. Aber sag niemandem, dass du sie hier gekauft hast. Tageslicht wird völlig überbewertet. Ich komme prima ohne klar. Glaubst du, die Demos Sternwerft stellt mich an? Ach, was rede ich? Natürlich, ich bin die Beste. Bist du Pilotin? Ich arbeite daran. Ich mache die UC Vanguard-Prüfung. Spare auf mein eigenes Schiff und so. Es dauert nur ein bisschen länger als gedacht. Ich bin selbst nicht ganz unbedarft im Fliegen. Keine Sorge, so etwas braucht Zeit. Fliegen ist hart, gib lieber gleich auf, dann blamierst du dich. Ja, boah, Superstar. Was machst du dann hier unten? Ich wäre dann garantiert nicht mehr hier. Was kannst du mir über das Unterdeck Essen sagen? Essen gibt's bei Kai. Abgedrehte Atmosphäre gibt's bei Jake. Du willst dich leer fühlen? Dann hol dein Gepäck und zieh ein. Aber im Ernst, hier herrscht 50% Not und 100% Verzweiflung. Deswegen haue ich ab. Ich mag das Unterdeck. Die meisten Leute, die hier aufwachsen, bleiben hier. Sehe ich auch so, ist ein deprimierender Ort. Ja, das einzige Positive ist, wenn man lange genug hier ist, vergisst man den Gestank. Aha. Okay, ja. Quatschen wir mal mit ihm, der kann sicher was auch abkaufen.
So. Wenn du mich fragst, das wahre New Atlantis ist hier unten. Ich habe zufällig den Streit mitgehört. Ah, ja, die Stiefel. Ich sag's ungern, aber sie hatte recht. Die wurden schon zum dritten Mal zurückgebracht. Immer derselbe Grund. Vielleicht sind sie wirklich verflucht. Klingt fast schon gespenstisch. Ist reiner Zufall, aber glaube. Wo hast du sie her? Von einem UC-Kontakt. Wie fast alle meine Ware. Mhm. Aber nachdem der zweite Kunde die Stiefel zurückgebracht hat, habe ich recherchiert. Sie wurden von einem Haus-Varun-Schiff beschlagnahmt. Das allein sagt mir schon, dass was nicht stimmt. Hast du versucht, sie zu zerstören? Und vielleicht freisetzen, was da drin ist? Dafür habe ich zu viele Horrorvideos gesehen. Okay, hast du die Stiefel selbst getragen? Ich habe es mir kurz überlegt, wollte das Schicksal aber lieber nicht herausfordern. Und außerdem passen sie mir nicht. Klingt fast schon gespenstisch. Möglich. Jedenfalls ist es schlecht fürs Geschäft. Du hast ein das Schiff, auf jeden oder? Fall. Kannst du mir einen Gefallen tun? Am anderen Ende der Galaxie soll es eine UC-Station geben, die Der Bau heißt. Wenn du dahin fliegst und die Stiefel in eine Kiste stopfst, bekommst du ein paar Credits. Warum lasst ihr sie nicht einfach im All zurück? Habe ich tatsächlich schon versucht. Und weißt du, was passiert ist? Irgendein UC-Pilot hat sie aufgesammelt und sie sind wieder in meinem Laden gelandet. Nein, ich will, dass die Stiefel weg sind. Aber ich will auch wissen, wo sie sind. Okay, ich werde die Stiefel für dich überbringen. Endlich kann ich diese blöden Stiefel an jemanden abtreten. Sozusagen. Sorry. Mhm. Hier. Ich habe deine Credits, wenn der Job dann erledigt ist. Okay, aber ich wollte noch ein paar Sachen Bring verkaufen. Die Stiefel in den Bau. Lass sehen, was du hast. Ja doch. So. Ich will ein paar Sachen loswerden. Hier haben wir Anzüge. Den Tiefminenanzug will ich loswerden. Rucksäcke. Demos Rucksack. Den weg. Der Händler hat weniger. Okay. Machen wir 3 dann. Den könnte ich noch verkaufen. Der hat noch 80. So. Arbeiter kann weg. Danelhem Space Trucker kann weg. Kopfbedeckung Chunks. Ja, komm, weg damit. Die Nachtwäsche kann weg. Techniker Schwarz kann weg. Kann ich auch nicht mehr verkaufen. Okay. Sonstiges. Feuerlöscher. Ah, warte. Den weg, das weg, das weg. Das weg. Küchentee-Sieb. Warum haben wir so viel Müll? Pass auf dich auf, okay? Jo, kein Problem. Warte, hatte vielleicht irgendwie auch Outfits das für... Das ist alles legal. Für ganz unsere Crew, Ruhe. Die Konzerne-Outfits. So, Anzüge, Kleidung. Nee. Das Hemd. Sieht schon cool aus. Chang, nee, das nicht. Nachtwäsche. Der hat jetzt nur die Sachen, die ich ihm verkauft habe. Ich habe aber wieder 45.000. Hey, mach's gut. So, gibt's hier noch mehr Händler? Kais Haus. Fangen wir mal hier an. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Hier ist Terrilla, war halt nur deine Hände bei dir. Willkommen. Verstanden? Ja, du kein Problem. Du hast hier keinen Ärger. Nee, ich mach keinen Ärger. Ich gehöre zu SNN und würde dich gerne zu deinem Geschäft interviewen. Ein Artikel über den Laden? Da wäre meine Mutter mächtig stolz gewesen. Was willst du wissen? Kannst du mir ein bisschen mehr über, wie läuft es so auf dem Unterdeck? Wie immer. Ich lebe schon mein ganzes Leben auf dem Unterdeck. Und es hat sich nie irgendwas verändert. Die UC-Regierung verspricht alle paar Jahre, dass sie ihr aufräumen. Aber es gibt immer noch so viel Kriminalität und Armut wie in meiner Kindheit. Deswegen ist das Restaurant so wichtig.
Nirgendwo sonst auf dem Unterdeck fühlen sich die Menschen sicher. Schreib das in den Artikel, okay? Darauf bin ich echt stolz. Okay, und wie laufen aktuell so die Geschäfte? Das Geschäft läuft. Wie immer. Wir tolerieren weder Gewalt noch Respektlosigkeit. Das mögen viele Leute und kommen her. Nur eine Sache beunruhigt mich ein bisschen. Eine Gruppe von Gästen, die neuerdings öfter hier sind. Sie beobachten immer den UC Surplus Laden, glaube ich. Ich fürchte, die planen irgendwas. Wir haben den Ruf, ein sicherer Hafen zu sein. Ich will wirklich nicht, dass so etwas mit uns in Verbindung gebracht wird. Ich kann mich für dich darum kümmern. Oh, das wäre wirklich toll. Ich fände es schrecklich, wenn etwas passiert und ich nichts unternommen habe, um es zu verhindern. Komm doch mal vorbei, wenn du Zeit hast. Dann besprechen wir das genauer. Und kannst du mir noch ein bisschen mehr über dich erzählen? Ja, klar. Ich bin Theresa Mason. Das ist mein Haus. Meine Mutter ist Kai. Die Kai. Ich bin quasi mit dem Restaurant zusammen groß geworden. Mom hat es mir vermacht, als sie in Rente gegangen ist. Der Laden ist mein ganzer Stolz. Ich stecke meine ganze Energie hinein. Das sollte fürs Erste reichen. Klasse. Sag mir Bescheid, wenn der Artikel erscheint, ja? Ich will ihn lesen. Ja, okay. Können wir uns gerne drum kümmern? So, dann haben wir hier hinten noch ein paar. Ich habe so begrenzte Ressourcen. Wir geben hier unser Bestes. Ja, ich brauche medizinisches Material. Wir sind nicht Reliant Medical. Aber wenn du die Credits hast, habe ich vielleicht was für dich. Vielleicht kann ich ihr was verkaufen. Nee, ich kann nur Hilfsmittel verkaufen. Okay. Ich gehöre zu SNN und würde dich gerne zu deinem Geschäft befragen. Es geht um einen Artikel. Du kommst von SNN? Ja. Das wundert mich aber jetzt. Normalerweise ist euch das Leben hier auf dem Unterdeck keine Story wert. Ich helfe gerne, wenn ich kann. So, wie ist die Lage derzeit auf dem Unterdeck? Auf dem Unterdeck ist es immer gleich. Gewalttätig und gefährlich. Ich schwöre, ich behandle hier mehr Wunden als damals als Navy-Sanitäterin. Wie läuft das aktuell auf der Krankenstation? Auf der Krankenstation ist es immer hart. Wir haben keinen richtigen Arzt, nur mich. Und ich kann nicht alle behandeln. Die letzten paar Wochen waren besonders schlimm. Es geht gerade irgendeine Infektion um. Viele Kinder hier unten stecken sich an. Es bricht mir wirklich das Herz. Ich kann dir gerne helfen, sie zu beseitigen. Oh, das ist aber nett von dir. Also die Krankheit, nicht die Kinder. Du kannst vielleicht ein wenig helfen, wenn du möchtest. Wir reden darüber, wenn du mal Zeit hast, ja? Ja, und kannst du mir noch ein bisschen was über dich erzählen? Wenn du möchtest. Ich heiße Talia. Ich bin hier auf dem Unterdeck aufgewachsen und seit über 10 Jahren Schwester auf der Krankenstation. Ich war Feldsanitäterin bei der UC Navy. Als der Koloniekrieg vorbei war, bin ich zurück aufs Unterdeck gekommen, um den Leuten hier zu helfen. Okay, das sollte an Informationen reichen. Kein Problem. Sag Bescheid, wenn ich noch etwas für dich tun kann. Okay, und Apex Electronics. Ich glaube hier rum. Hier rum, glaube ich, kommen wir am ehesten dahin. Ja, komm. So. Jakes? Ah, von hier kommt die Mucke, oder? Ich soll nicht mit Fremdlingen reden. Ich habe auch nicht vor, mit dir zu reden. Ich suche jemand anderen zum Reden. Hier Apex Electronics. Boah, ist auch ein Irrgarten hier. Ja, haben wir's. So, quatschen wir mal mit dem Dude. Das kann ich nicht ausstehen. Ich lunger nicht, ich bin... Ich weiß nicht, ob ich das Richtige habe, aber sieh dich ruhig um. Einen Elektronikladen hätte ich auf dem Unterdeck nicht erwartet. Glaubst du etwa, die Leute hier unten können sich keine Elektronik leisten? Das höre ich ständig. Schon klar. Den Mist darf ich mir viel zu oft anhören. Wenn du noch mehr Kommentare hast, behalt sie einfach für dich. Ja, habe ich. Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Netter Versuch, ich kenne diesen Ort. Ich habe nur Konversation betrieben. Dann bleiben wir vielleicht beim Geschäftlichen, ne? Viel Angebot gibt es hier nicht gerade. Nö, ganz klar. In letzter Zeit läuft's nicht gut.
Aber ich mache mir keine Sorgen. Ich schlage mich schon so lange durch, das ändert sich nicht so schnell. Okay, mal sehen, was du im Angebot hast. Ja, kein Ding. Ich kann ihm aber auch einiges verkaufen. Hier Helme. Ekliptik sieht schon cool aus. Helm UC Security sieht auch cool aus. Könnte ich vielleicht mal färben. Wenn ich, naja, aber ich bleibe bei Constellation Kleidung. Hier, die Dinger. Auch noch weg. Werfbares, sonstiges. Genau, Feuerlöscher. Werde ich den ganzen Stuff jetzt endlich mal los. Den kann ich mir nicht, den kann ich nicht verkaufen, okay. So, 6 hat er noch. Jetzt hat er 0. Okay. Ich gehöre zu SNN. Von SNN? Ja. Schön, aber keine Einzelheiten. Ich will ja meine Geschäftsgeheimnisse wahren. Wie ist die Lage derzeit auf dem Unterdeck? Scheiße, was glaubst du denn? Das Leben hier unten ist eine Katastrophe und das wird sich auch nie ändern. Mhm. Und wie läuft es aktuell so bei Apex Electronics? Die Tür ist noch offen, oder? Das werte ich als Erfolg. Tut mir leid, wenn du dir was Blumigeres erhofft hast. Alles gut, du bist zumindest ehrlich und direkt. Kannst du mir ein bisschen mehr über dich erzählen? Ich heiße Henrik. Mir gehört Apex Electronics. Mehr sage ich der Lügenpresse sicher nicht. Okay, das sollte fürs Erste reichen, danke. Und jetzt greif mir doch ein wenig unter die Arme und kauf was. Eine Hand wäscht die andere. Okay, lassen wir mal. Wir sind aber immer noch überladen. Neulich hatte jemand Stromprobleme. Die Ursache? Ein Thermoparasit so lang wie mein Bein. Igitt. Achso, ich dachte, es gibt jetzt eine neue Quest. Was ist das hier? Okay, Information zu New Atlantis. Dann geben wir mal die Quest hier ab. Raumhafen. Geben wir sie ab und dann sehen wir zu, dass wir unten die zwei Aufgaben, die neuen Quests, die wir jetzt bekommen haben, einmal erledigen. Dann ist denen vielleicht auch wieder geholfen und wir kriegen nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte. Und dann können wir vielleicht nochmal zwei Skillpunkte nutzen. Ein Skillpunkt nutzen, meine ich. Mit etwas Glück. Ein Geschäftsdistrikt. So. Hören wir mal ein bisschen. Schnell. So, Nadja. Zurück. Du erzählst und bekommst Geld. Ich mache die News. Win-win-Situation. Ich habe die Geschäftsinhaber auf dem Unterdeck für dich interviewt. Hey, klasse. Vielen Dank. Wirklich. Ist alles gut gegangen? Die Lage ist da unten ziemlich übel. Ich verstehe, warum deine Bosse dich nicht dorthin schicken wollen. Ist es wirklich so schlimm? Ja. Na, zum Glück schreibe ich diese Story. Vielleicht hält die Regierung dann endlich ihr Versprechen und räumt da unten auf. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich hoffe... Falls die Story je erscheint, schicke ich sie dir. Es gibt nichts Tolleres, als den eigenen Namen gedruckt zu sehen. Okay, komm. Ich habe das Gefühl, dass wir uns wiedersehen. Das glaube ich tatsächlich auch. Ein Licht in der Dunkelheit. Jetzt haben wir aber ein paar Quests noch für unten. So, solide Pflege, sprich mit Schwester O'Shea, dann Krankenstation und sprich mit Theresa. Verdächtige Aktivitäten. Sprich mit Theresa Mason. Ich würde mit dem nochmal quatschen wollen. Wegen dem Überfall.
Das interessiert mich irgendwie gerade mehr. Was wir da machen müssen. Oder machen sollen. Rausfinden sollen. Was auch immer. Raumhafen. Und die Richtung. Wenn du mich fragst, kommt ein Terrorbrew immer gut. Ein Terrorbrew? Was? Achso, das ist ein Kaffee hier, genau. Stimmt, da war ja was. Unterdeck. Boah, aber echt, New Atlantis ist echt riesig und man kann sich hier echt gut verlaufen. So, Theresa. Ah. Hier gibt's jede Menge hungrige Mäuse. Geh unbedingt Mama Hallo sagen, falls du es noch nicht gemacht hast. Das ist dir wichtig. Ja, die ist irgendwie voll lieb. Ich mag die irgendwie. Keine Ahnung. Ich kann für dich herausfinden, was diese verdächtigen Kundschaften im Schilde führt. Würdest du das tun? Klar. Das wäre sehr nett. Ich brauche das Geld. Ich habe sie heute beim UC Surplus rumhängen sehen. Sie kamen mir sehr verdächtig vor. Ja, ich werde das gleich dem Sicherheitsbüro melden. Ich kümmere mich darum, bevor es Ärger gibt. Warum glaubst du, dass die etwas im Schilde führt? Sie kommen seit ein paar Wochen regelmäßig her. Und sie sitzen immer nur auf dem Balkon und beobachten den UC Surplus. Ich dachte, ich hätte sie von einem Raub sprechen hören, aber ich bin mir nicht sicher. Sobald sie mich kommen sehen, hören sie auf zu reden. Hm. Ich werde das gleich im Sicherheitsbüro melden. Lieber nicht. Ich will sicher gehen, dass ich auch recht habe, bevor wir zur Security gehen. Okay. Aber ich muss sicher sein, dass sie auch wirklich was im Schilde führen, bevor ich zur Security gehe. Ich will niemanden grundlos anschwärzen. Kannst du nicht ein wenig Detektivarbeit betreiben? Vielleicht hast du ja Glück und kannst sie belauschen. Wir können überlegen, was wir tun, wenn wir wissen, was sie wirklich vorhaben. Weißt du, warum das Geschäft hier okay, schon komm. So lange läuft? Ich sorge dafür, dass sich alle wohlfühlen und ich lasse mir nichts gefallen. Okay, da müssen wir hin. Gute Neuigkeiten. Die lassen mich morgen bei dem Meeting die Präsentation machen. Wow. Schöne Info. Das ist ein Riesenschritt. Ich weiß nicht, also. Ja, ich bin total nervös. Schwer da einzusteigen. Aber ich hoffe einfach, dass alles klappt. Die wollen nur, dass du das denkst, Louis. Siehst du irgendwo UC Security? Nein, aber... Aber nichts. Ich sage, wir schlagen zu, solange das Eisen noch heiß ist. Ich glaube, diese Heilige mein Kai wird uns verpfeifen. Naja, das werde ich machen. Ziemlich schräg von der Seite angeguckt. Ja, oder? Jetzt oder nie. Wir machen. Bin voll unauffällig. Das klappt schon, vertrau mir. Rein, raus und zur letzten Runde sind wir im Jakes. Wenn wir das hinkriegen, schwimmen wir in Credits. Okay. Ich habe noch nie jemanden so etwas versuchen sehen. Du musst mir vertrauen. Gut, haben wir die Info? Theresa? Nimm es nicht persönlich, wenn ich nicht zum Plaudern vorbeikomme. Du hast recht, diese... Zu viel Arbeit, zu wenig Leute. Du hattest recht, diese Typen wollen den UC Surplus ausrauben. Mist, ich wollte gern falsch liegen. Tja, dann ist das wohl geklärt. Wir müssen die Behörden einschalten, bevor sie den Raubzug durchziehen können. Am besten gehst du direkt zu Officer Endler bei der Security. Er kümmert sich um die Sache. Wenn er dir Ärger macht, sag ihm, ich habe dich geschickt. Damit ziehst du ihn auf deine Seite. Mit ein paar Kleinkriminellen werde ich auch alleine fertig. Wo finde ich das Sicherheitsbüro? Kennst du Officer Endler gut? Quasi. Er ist Stammgast und ich habe schon öfter Verbrechen bei ihm gemeldet. Er ist fairer als die anderen Security-Leute auf dem Unterdeck. Okay. Und wo finde ich das Sicherheitsbüro? Geh zur Tür raus und nach links. Ganz am Ende der Straße. Ist eigentlich kaum zu verfehlen. Okay, alles klar. Ich gehe sofort dahin. Sag Bescheid, wenn du es gemeldet hast, ja? Ja, kein Thema. Wir helfen ja gerne. So lange du möchtest und komm jederzeit wieder. Okay, dann. Hier? Hey. Hi. Hier rein?
Jo, hier rein. Guten Tag, Carsten Endler. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich möchte eine Straftat melden. Ja, dafür sind wir hier. Worum geht's denn? Was ist los? Der UC Surplus soll ausgeraubt werden. Den UC Surplus? Wirklich? Es ist ja schon lange her, dass jemand so bescheuert war, den Laden auszurauben. Ja, ich werde es auch irgendwann mal versuchen. Hoffe ich zumindest, dass man das so machen kann. Theresa Mason hat mich geschickt, ich bin sicher. Ach ja? Niemand auf dem Unterdeck ist so zuverlässig wie Theresa. Wenn sie das sagt, glaube ich es. Sag ihr, dass ich mich persönlich darum kümmere. Das beruhigt sie bestimmt. Wenn die Diebe die Security sehen, kriegen sie Muffensausen. Hm, okay. Ach, der geht da auch wirklich hin? Will ich mir ansehen. Verhaftet er jetzt die? Nächstes Mal suchen wir uns ein leichteres Ziel. Warum quatscht er mich jetzt voll? Louis King? Wie heißt er? Isaac Strum. Okay, gehen wir mal zu Theresa. Berichten wir ihr die frohe Kunde. Das ging schnell. Wie lief es mit Officer Endler? Ich soll dir sagen, dass er persönlich bei euch auf Patrouille gehen wird. Ich wusste, auf ihn ist Verlass. Er regelt sowas immer auf sehr faire Weise. Danke für deine Hilfe. Es beruhigt mich sehr, dass die Security da unten patrouilliert. 2500 bekommen und 50 Erfahrungspunkte. Boah, nice. Level 8. Okay. Den Skillpunkt müssen wir jetzt machen. So. Ja, du kannst jetzt Schubdüsen einsetzen. Zerstöre 5 Schiffe. Wir müssen Schiffe zerstören. Was ist hier? Sicherheit würde ich... Boostpack-Training. Schalte diesen Rang frei, um den Skill zu verbessern. Komm, ich hätte Bock, das hier mal zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wofür Boostpacks sind. Für 10 Boostpack-Sprünge im Kampf aus. Oh, nice. Warum haben wir das nicht vorher benutzt? Ich stell mir gerade meine bessere Hälfte singend in einer Menschenmasse. Alles klar, warte, jetzt müssen wir aber noch den hier machen. Was der O'Shea? Das wäre oberpeinlich. Oder O'Shea? Ich sag mal O'Shea. Klingt für mich persönlich jetzt ein bisschen cooler. So. Wenn du zusammengeflickt werden musst, kriegen wir hin. Ich möchte den kranken Kindern in der Praxis gerne helfen. Du hast daran gedacht. Ja? Ich bin gerührt, wirklich. Ja, ich brauche die Erfahrungspunkte. Ob du uns helfen kannst, gar keine Frage. Alle Kinder haben denselben Magen-Darm-Infekt. Aber ich kann ihn nicht genau diagnostizieren. Pädiatrie ist nicht mein Gebiet. Aber einer meiner Kollegen, Dr. Lebedev, ist da Experte. Wenn ich seine Notizen hätte, könnte ich die Krankheit sicher diagnostizieren und behandeln. Okay, ich kann die Aufzeichnungen für dich besorgen. Kannst du mir mehr über die Lage erzählen? Wir haben in letzter Zeit ungewöhnlich viele kranke Kinder auf der Krankenstation. Sie haben alle dieselben Symptome, aber ich kann die Ursache nicht eingrenzen. Es ist nicht tödlich, aber ich habe auch noch keine wirksame Behandlungsmethode gefunden. Das macht mir Sorgen. Ihre Karte da, gehört sie zu Abstergo? Klar, falsches Universum, aber gehört sie dazu? Er arbeitet oben bei Reliant Medical. Ist ganz leicht zu finden, zwischen dem Mast und dem Orion Tower. Dr. Lebedev ist immer da. Ich kann die Aufzeichnung für dich besorgen. Danke, das ist wirklich nett. Ich kann leider nicht gehen, sonst ist die Krankenstation unbesetzt. Okay, da lang muss ich. Hey, ich weiß, es ist ein anderes Universum, Spieluniversum, aber... Das war doch dasselbe Logo wie von Abstergo, oder nicht? Wer weiß, vielleicht gehört sie ja zu denen. So, und... Ui, ruckel, ruckel.
Wo muss ich hin? 88 Meter in die Richtung. Eine große Menge an gestohlenen Galbank-Daten sichergestellt. Was das kennen wir schon. Warum und wie? Das kennen wir schon, ist nichts Neues. Wirklich gesprochen ist das Terraforming eine wichtigere Erfindung als die Raumfahrt. So, und hier hoch. Beziehungsweise ich würde vielleicht sagen, die Quest machen wir in der nächsten Folge mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.